Hallo, liebe Freunde. Regina und ich probieren jetzt mit euch gemeinsam einen Riesling von der Saar. Aus dem Hause van Volxem werden wir den Saar-Riesling probieren, Jahrgang 2018. Ganz typischer Riesling für die Saar. Van Volxem, ein sensationell gutes Weingut. VDP-Weingut, haben sie auch verdient. Sehr bekannt, sehr alt eingesessen. Ja, Frau Knorr, dann schenk mal ein. Schenk mal ein, ne? Ja. Gerne. Und wie bei jedem Wein schauen wir uns als erstes mal die Farbe an. Mhm. War schon direkt ein schönes, zartes Zitrus. Ja, fast blassgelb. Zeugt von der Jugend des Weines. Ja, das ist richtig. Gucken wir mal, was die Nase sagt. Riesling. Reiner Riesling, jawohl. Rein rassiger Riesling. Aber die Zitrusnoten sind auch jetzt noch da. Ja. Also ganz typisch für Riesling. Und die Nase ganz tief ins Glas. Nasser Schiefer. Fast ein bisschen salzig, ne? Fast ein bisschen, ja genau, diese Mineralität, die ich im Geschmack gleich erwarten würde, hat man schon ein bisschen in der Nase. Probieren wir mal. Probieren wir ihn. Und probiert mit. Wow. Sensationeller Riesling. Lang. Ja. Komplex. Sehr intensiv. Salzig. Mhm. Und gleichzeitig einen Schmelz, wie man ihn wirklich nur von Top-Rieslingen erkennt. Mhm. Und das ist ein Basiswein. Ja. Das ist keine Einzellage, das ist kein großes Gewächs. Nein, ist der, wie man so schön sagt, Brot- und Butterwein aus dem Hause. Aber die können gute Weine herstellen. Ja. Und das zeugt einfach von einem guten Weingut, wenn der Basiswein schon von dieser Qualität ist. Ganz toll. Und ich habe ihn immer noch im Mund. Ja. Er ist unglaublich kompakt und intensiv. Weißt du, worauf ich zu dem Wein Lust hätte? Nein, aber du bist der Koch. Erzähl mir das erstmal. Was würdest du dazu essen? Nicht unbedingt dein Lieblingsgericht, aber Austern. Stimmt. Nicht mein Lieblingsgericht, aber wenn es passt, ist die Welt in Ordnung. Und vielleicht ein Krebsfruchtfilet dazu. Als Prost. Zum Wohl. Prost.